Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt. Die Honigmann-Nachrichten vom 12. Februar 2016 mit der Nummer 786. Korallenschwämme. Ein internationales Forscherteam machte kürzlich eine überraschende Entdeckung im Meer. Korallen und Schwämme kommunizieren sowohl in tropischen Warmwasserkorallenriffen, in Flachwasser als auch in Kaltwasserkorallenriffen im tiefen Nordatlantik über ihren Stoffwechsel miteinander. Das wurde durch Dr. Rix in der renommierten multidisziplinären Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlicht. Die Forscher fanden heraus, dass Schleime, die kontinuierlich und oft in großen Mengen von Korallen ins Wasser abgegeben werden, von Schwämmen in ihrer Umgebung gut als Nahrung aufgenommen werden können. Ein Großteil der von den Korallen abgegebenen Schleime löst sich sofort im Wasser und ist mikroskopisch klein. Schwämme können über einen Prozess unsichtbares gelöstes organisches Material in sichtbare Teilchen, sogenanntes partikuläres organisches Material, umwandeln. Bienen Deutschland, Österreich. Der milde Winter hat schwerwiegende Folgen für die Bienen. Sie halten keine Winterruhe und arbeiten sich zu Tode. Zudem breitet sich die Varroamilbe unter den aktuellen Wetterbedingungen stärker in den Bienenwaben aus. Durch das milde Wetter glauben die Bienen, dass es bereits Frühling ist. Auf der Suche nach Futter fliegen sie aus und arbeiten sich zu Tode. Damit fehlen die Arbeiterbienen, besser gesagt, im Frühjahr. Leider. Das Thema wird wohl uns noch ein bisschen erhalten bleiben. Ein zusätzliches Problem könnte ein längerer Kälteeinbruch bringen. Das würde die Situation im Bienenstock während der Brut weiter verschlimmern. Die Brutkugel würde sich zusammenziehen und somit weiter weg vom Futter sein und verhungern. Weltwirtschaftssystem, Weltfinanzsystem. Vermutlich wissen Sie, dass der globale Finanz- und Wirtschaftskahn wieder unter schwerem Beschuss von allen Seiten steht. Vor allem in den unteren Decks sprudelt immer mehr Wasser durch die Einschusslöcher ins Innere. Doch die Kommandobrücke oben reagiert wie gewohnt. Sie ignoriert die unteren Decks und plant stattdessen oben neue Luxuskabinen und Tennisplätze. Sie scheint sich auch nicht zu fragen, woher und warum man beschossen wird oder wie man einen neuen, stabileren Kahn bekommen könnte. Warum scheint es die Kommandobrücke gar nicht zu interessieren, dass kaum Rettungsboote vorhanden sind? Kanada. Premierminister Trudeau soll das Militär angewiesen haben, zunächst über 6000 syrische Flüchtlinge langfristig in Militärbasen unterzubringen. Neben Schulen und Einrichtungen für medizinische Versorgung sollen auch Moscheen auf den Geländen gebaut werden. Die Soldaten müssten in Hotels ausweichen. VSA, Washington. Jetzt ist eine Präsidentenwahl zwischen Sanders und Trump möglich. Dabei ist Trump nicht einfach nur ein lächerlicher Selbstdarsteller, sondern er tritt ganz offen für Folter ein. Trump für viele schlimmere Methoden als Waterboarding. Waterboarding ist eindeutig Folter, die beim Opfer das Gefühl des Ertrinkens hervorruft. Trump will jetzt also noch viel schlimmere Methoden, wobei psychisch das wiederholte Gefühl des Ertrinkens extrem schlimm ist, nur dass es an äußeren, später nachweisbaren Verletzungen fehlt. Kranke Hirne, mehr sage ich nicht. Washington, VSA. Peter Schiff sagt, die Fed werde die Zinsen keinesfalls weiter anheben können. Stattdessen geht er davon aus, dass die Dezember-Zinserhöhung zurückgenommen werden wird, wahrscheinlich auch in den VSA Negativzinsen kommen und dazu eine neue Runde quantitativer Lockerung, QE4, angestoßen werden wird. Schiff sagt, ich denke, die Chancen stehen ziemlich gut, dass wir noch vor Jahresende Nullzinsen haben werden und wir werden auch QE4 bekommen. Ob die Fed auch in den Negativbereich geht, wird sich zeigen, aber am Ende werden sie genau das tun. Washington, Syrien, Russland. In einer Aussage gestern vor dem Senat erklärte DIA-Chef Generalleutnant Stewart, dass sich das Kalkül der VSA im Hinblick auf den Krieg gegen Syrien im Lauf der letzten 6 Monate infolge der Beteiligung Russlands völlig geändert hat und sagte,
dass sich Präsident Al-Assad nicht mehr auf dem Abgrund befindet, sondern wahrscheinlich ein Langzeitspieler sein wird. Tuxtla, Gutierrez, Mexiko. Nach monatelangen Protesten hat eine indigen geprägte Protestbewegung im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas ihr Ziel erreicht. Die Bürgermeisterin Gomez hat am 5. Februar ihren Rücktritt eingereicht. Zuvor hatte seit ihrer umstrittenen Wahl im Juli 2015 eine breite Oppositionsbewegung ihren Amtsantritt verhindert. Brasilien. In Sachen Bildung macht Brasilien nach wie vor keine gute Figur, wie aus dem am Mittwoch in Paris vorgestellten Bericht der OECD hervorgeht. Die Mehrheit der brasilianischen Schüler werden darin schwache Leistung bestätigt. Mehr als die Hälfte versteht beim Lesen den Zusammenhang nicht und beinahe 70% schaffen lediglich einfachste Rechenaufgaben. Traurig. Abuja, Nigeria, Europa. In einem interessanten Interview mit dem britischen Telegraph erklärte der nigerianische Präsident Buhari, dass die meisten, die das Land verlassen, Kriminelle und Glücksritter sind. Denn in Nigeria gibt's keinen Krieg. Buhari warnte davor, seine Landsleute aufzunehmen und sagte, dass es nichts weiter als Kriminelle jeder Art und Schmarotzer seien, die Häuser und Geld haben wollen und dennoch Straftaten begehen werden, weil sie nichts anderes können. Prost Mahlzeit. Es wird toll werden hier. Aleppo, Syrien, VSA, Russland. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Konaschenkov: Wir haben unseren amerikanischen Partnern versprochen, keinerlei Informationen zu verheimlichen. Dienstag sind um 13.55 Uhr Moskauer Zeit vom Territorium der Türkei aus zwei Kampfflugzeuge vom Typ A-10 der VS-Luftwaffe mit direktem Kurs auf Aleppo in den syrischen Luftraum geflogen und haben mit vollem Einsatz Objekte in der Stadt bearbeitet. Dabei erinnerte Konaschenkov daran, dass der offizielle Pentagon-Vertreter Warren Moskau am Mittwoch vorwarf, dass russische Flugzeuge angeblich zwei Krankenhäuser in Aleppo zerbombt hätten. Ankara, Türkei. Die Türkei droht nun mit direktem Eingreifen in Syrien. Präsident Erdogan sagte am Donnerstag in Ankara, irgendwann werde sein Land die Geduld verlieren und dann werde die Türkei gezwungen sein, aktiv zu werden. Ja, Türkei ist gut im Erpressen, das wissen wir mittlerweile. Angesichts der internationalen Rufe nach einer Grenzöffnung für Zehntausende in Nordsyrien gestrandete Flüchtlinge drohte Erdogan erneut mit der Abschiebung von Schutzsuchenden in europäische Länder, aus denen derzeit gute Ratschläge kämen. China, Japan. Die Diaoyu-Insel und die dazugehörenden Inseln sind ein untrennbarer Bestandteil des chinesischen Territoriums. Sowohl in historischer als auch in rechtlicher Hinsicht sind die Diaoyu-Insel und die dazugehörenden Inseln ein fester Bestandteil des Territoriums Chinas. Darüber genießt China die unbestreitbare Souveränität. Bevor Japan angeblich die Diaoyu-Insel entdeckte, hatte China schon jahrhundertelang effektive Kontrolle darüber ausgeübt. Moskau. Das russische Außenministerium prüft einen Antrag zweier Duma-Abgeordneter, der darauf abzielt, den am 16. März 1921 in Moskau mit der Türkei unterzeichneten Friedensvertrag aufzukündigen. Hintergrund ist die Tatsache, dass zwei kommunistischen Duma-Abgeordneten jüngst vorschlugen, den russisch-türkischen Friedensvertrag aufzukündigen. Zur Begründung erklärte Obuchow mit Blick auf die aktuelle Eskalation zwischen Ankara und Moskau: Wir haben alle für unser Land und unsere Verbündeten ungünstigen russisch-türkischen Abkommen zu revidieren. Ankara sollte sich darüber klar werden, welche Folgen die Eskalation des Konflikts haben wird. Nur das würde die Türkei ernüchtern und vor neuen Provokationen abhalten können. Schauen wir mal. Es läuft gerade in die heiße Phase. Arktis, Russland, VSA. Russland hat einen Antrag bei den Vereinten Nationen gestellt, mit dem Moskau einen Besitzanspruch auf weite Teile des Nordpolarmeeres erhebt. Milliarden Tonnen an Rohstoffen sowie neu zu erschließende Handelsrouten machen die Arktis aber nicht nur für Russland attraktiv. In Washington laufen Planungen, Russland aus der Arktis zurückzudrängen. Das ist schon klar. Was anderes haben wir nicht erwartet.
Moskau-Washington. Eine Fortsetzung der Gespräche mit den USA zur weiteren Verringerung von Atomwaffen ist ausgeschlossen, weil der Umfang der Atomsprengköpfe einschließlich der Trägerraketen, über die Russland verfügt, bereits auf das Niveau der 50er, 60er Jahre reduziert ist, erklärte vergangene Woche der stellvertretende Minister für Auswärtige Angelegenheiten Ryabkov. Dieser Umstand ist sehr wichtig zu verstehen und dies nicht nur durch die Kollegen in Washington, Kollegen ist gut, sondern auch in den internationalen Gremien, die die Ignorierung der Fakten fortsetzen und weiterhin für eine Verringerung der Atombewaffnung agitieren, so Ryabkov. Es gibt aber noch weitere Gründe. So setzen die USA ihre Anstrengungen für eine globale Ausweitung des Systems der Raketenabwehr fort. Sie entwickeln weiter das Programm für die Führung eines globalen Nicht-Atomschlages für die Vernichtung von Atomkräften. Dies destabilisiert die Situation. Ein dritter Umstand ist das vollständige Fehlen einer politischen Logik und eines gesunden Menschenverstandes bei den vorgeschlagenen Bedingungen zur Abrüstung. Die Regierung der USA unternimmt schon lange Zeit zielgerichtete Anstrengungen, um die Verteidigung und das militärindustrielle Verteidigungspotenzial Russlands über die Sanktionspolitik zu schwächen. Ukraine, Washington. Der IWF, der die Ukraine 2014 mit Finanzspritzen vor der Pleite bewahrt hat, räumte nun einen Stopp der Finanzierung ein. Der Grund ist der ausbleibende Kampf der ukrainischen Regierung gegen die Korruption. Ich bin besorgt über den langsamen Fortschritt bei der Verbesserung der Regierungsführung und im Kampf gegen die Korruption in der Ukraine, sagte IWF-Chefin Lagarde am Mittwoch. Unter diesen Umständen könne der Fonds seine Hilfen für das Land kaum fortsetzen. Ist auch eine Art Erpressung. Aber naja, gut, die spielen ja zusammen. Frankreich. Einseitige und tendenziöse Berichterstattung zum Syrienkrieg ist kein Alleinstellungsmerkmal des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Deutschland. France 2, einer der französischen staatlichen Fernsehsender, hat erst kürzlich in einem Beitrag über Syrien die Erfolge der VS-geführten Koalition dargestellt. Als Bildbeweis verwendete France 2 dafür jedoch Aufnahmen des russischen Verteidigungsministeriums. Stockholm. Die schwedische Zentralbank hat ihren Leitzins im Kampf gegen die hartnäckig niedrige Inflation auf ein Rekordtief gesenkt. Der Zinssatz werde von minus 0,35 auf minus 0,5% zurückgenommen, teilte die Riksbank in Stockholm mit. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich eine Senkung auf minus 0,45% erwartet. Als Reaktion darauf verlor die Landeswährung merklich an Wert. 1 Euro verteuerte sich um bis zu 1,6% auf 9,61 schwedische Kronen. Damit kostete die Krone so wenig wie seit mehr als 5,5 Monaten nicht mehr. Paris. Laut der englischen Ausgabe der Times of Israel, in welcher Jonathan Simon Zelem zitiert wird, seien Verantwortliche für die Sicherheit der französischen jüdischen Gemeinschaft am Morgen des 13. November 2015 vorm unmittelbaren Bevorstehen eines umfangreichen terroristischen Angriffs im Land gewarnt worden. Wien, Pristina. Nicht nur EU-Länder wie Deutschland und Frankreich haben zunehmend Probleme mit islamistischen Gefährdern und Syrien-Heimkehrern. Auch in Südosteuropa, besonders in den Westbalkanländern, nimmt die Bedrohung durch radikal-islamische Dschihadisten zu. Schon warnt Europol vor Terrorcamps auf dem Balkan. Am vorletzten Wochenende verhinderten Polizei und Sicherheitskräfte offenbar einen islamistischen Anschlag auf das serbisch-orthodoxe Kloster Fisoki Dekani im Osten des Kosovo. Erfurt. Kommunen in Thüringen können künftig verpflichtet werden, Flüchtlinge aufzunehmen, die sieht eine am Dienstag im Kabinett beschlossene Gesetzesänderung vor. Demnach müssen Städte und Gemeinden bei einem Unterbringungsnotstand dulden, dass ihnen die Kreise Asylanten zuweisen. Ich glaube, hier pfeift wieder mein Schwein. Eine solche Pflicht bestand zuvor nicht. Nach Angaben des Migrationsministeriums sollen damit kurzfristig humanitäre Notlagen abgewendet werden. Außerdem wolle Thüringen damit flexibler auf steigende Flüchtlingszahlen reagieren. Es wird noch herrlich werden hier. Thüringen.
Die Polizei in Thüringen hat fast täglich Einsätze in Asylantenunterkünften. Wie oft die Beamten tatsächlich vor Ort sind, darüber hüllt sich die Landesregierung in beharrlichem Schweigen. Das würden sie wahrscheinlich sonst schon längst Ärger aus der Bevölkerung haben. Berlin, Deutschland. Fällt Ihnen auch auf, dass die Diskussion um Merkel und die sogenannte Migrationskrise auch in den alternativen Medien völlig am Kern vorbeigeht? Die Frau wird als stur, eigensinnig, irrational und naiv beschrieben. Man schreibt, sie habe den Bezug zur Realität verloren. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Angela Merkel weiß genau, was sie tut bzw. zu tun hat. Sie befindet sich im Krieg gegen die eigene Bevölkerung und sie muss die Schleusen für die Flüchtlinge offen halten, solange es nur irgendwie geht. Das ist ihr Auftrag. Schlimm genug. Frankfurt. Am Donnerstag hat der DAX mit kräftigen Verlusten geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 8.752,87 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 2,93% im Vergleich zum Vortagesschluss. Der Goldpreis verzeichnete unterdessen starke Zuwächse. Am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.250,42 Dollar gezahlt. Das ist ein Plus von 4,46%. Die gute Nachricht? Mit dem Wort Nano verbindet man ganz automatisch den Begriff winzig klein. Yoke Yap, Physikprofessorin an der Michigan Technology University: Wir arbeiten daran, Plastikteile in Metergröße zu entsorgen. Was geschieht, wenn wir das Wasser von Nanopartikeln reinigen möchten? Yap und ihr Team fanden einen neuartigen und einen sehr einfachen Weg, um nahezu 100% Nanomaterial aus Wasser zu entfernen. Könnte man ja zumindest schon mal daran arbeiten, kein Nanomaterial mehr ins Wasser kommen zu lassen, meiner Meinung nach. Und die zweite gute Nachricht, tun. Wussten Sie schon, dass die Nähe eines Menschen gesund machen, krank machen, tot und lebendig machen kann? Wussten Sie schon, dass die Nähe eines Menschen gut machen, böse machen, traurig und froh machen kann? Wussten Sie schon, dass das Wegbleiben eines Menschen sterben lassen kann, dass das Kommen eines Menschen wieder leben lässt? Wussten Sie schon, dass die Stimme eines Menschen einen anderen Menschen wieder aufhorchen lässt, der für alles taub war? Wussten Sie schon, dass das Wort oder das Tun eines Menschen wieder sehend machen kann, einen, der für alles blind war, der nichts mehr sah, der keinen Sinn mehr sah in dieser Welt und seinem Leben? Wussten Sie schon, dass Zeit haben für einen Menschen mehr ist als Geld, mehr als Medikamente, unter Umständen mehr als eine geniale Operation? Wussten Sie schon, dass das Anhören eines Menschen Wunder wirkt, dass das Wort Wohlwollen Zinsen trägt, dass ein Vorschuss an Vertrauen hundertfach auf uns zurückkommt? Wussten Sie schon, dass Tun mehr ist als Reden? Sehr gut. Von Wilhelm Wilms. So, und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, fürs Zuhören, wünsche allen ein wunderschönes Wochenende. Es ist ja ziemlich laut draußen, also nichts von Winter zu sehen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, wie gesagt, ich bedanke mich bei allen, wünsche ein schönes Wochenende und verbleibe wie immer eure Conny vom Honigmann. Und Tschüsschen, viele liebe Grüße an alle.